der Typ ist, der Flussweidhändler, der kann mir ja noch ein paar Dinge abkaufen, ja? Da kann ich ja noch was Nun, mitreißen. einer von uns muss etwas tun. Ja, Ich was? habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Nein. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ja, ich höre gerne. Ich möchte. Hallo. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Nee, ich mag den Weitelf lieber, weil der ist halt anders. Hier, guck da. Ein Brief Schon von wieder ein Sven. Gedicht, da wette ich. Er weiß, wie man ein Mädchen zum Erröten bringt. Was ist das denn? Wenn dieser Trottel glaubt, ich würde nur in seinem Drecksloch von einem Haus bleiben und sauber machen, dann... Ihr könnt Sven sagen, dass er schon eine Mutter hat. Mit dem spreche ich kein Wort mehr. Bis Sehr zum gut. nächsten Mal. Also ich finde, wir sollten uns die Frau schnappen und Ich weiß nicht, was vor ihr allem da gehört habt, ausspannen. aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Einkaufen, ja. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Sehr gut. Oh, etwas hiervon, was davon. Dann zeig mal her, ich hätte gern nämlich was zu verkaufen. So, ich hätte nämlich einen Zauberstab. Ah, den kannst du ja schon leichter. Das muss ich anlegen. Dann habe ich hier noch kaputt. Ich bin eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass ich Gifte nur äußerst, äußerst selten benutze. Also kriegt er auch die ganzen Gifte, die ich habe. Ansonsten. Ja. Hier kommen. Das will ich eigentlich aufheben. Die könnte ich dann in mein Regal stellen. Kopfgeld. Echte Rüstung schmieden. Das würde ich eigentlich auch gerne behalten. Ach, ich will eigentlich alle Bücher, die ich habe, behalten oder irgendwo hinstellen. Ganz dieses sogar relativ wertvoll, muss ich sagen. Granatstein. Hier, komm. Nimm alles, was ich habe. Ich kann es eh nicht gebrauchen gerade. Zaubertrank, Gesundheit, Magicka, bla bla bla. Volltreffer. 31, das kannst du auch noch kriegen. So. Hast du irgendwas Tolles im Anja Award? Bestimmt nicht. Alles nicht. Golduria brauche ich nicht, trage ich nicht, will ich nicht, habe ich nicht, mag ich nicht. Kleine Heilung muss nicht sein. Muss auch nicht sein. Granatstein. Nö, komm. Du bist uninteressant. Für manche ist es Trotzdem Rahmen, klicke ich nochmal für drauf. mich sind es Schätze. Ja, ich weiß, das habe ich mir schon mal angeguckt. Was ist denn Ja, passiert? es gab eine Art Einbruch. Joch, Aber wir haben Einbruch. immer ein Joch, reichliches das ist. Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Joch, Sinn. was denn? Ein Clown? Ornament aus massivem Gold Ah, joch. in Form einer Drachenklaue. Vor allem so ein Ornament aus massivem Gold ist bestimmt auch weniger wert als alles andere, was er hat. Weniger wert. Sogar dieser Kack-Krug da ist mehr wert als ein Ornament aus Gold in Form einer Drachenklaue. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Joch. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgraben nordöstlich der Stadt gehen. Das mache ich. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Ja, mein Führer. Nein, ich. Ach, bei den acht. Na schön. Aber nur bis zum Stadtrand. Hallo, schöne Frau. Hier entlang. Sehr wohl. Gehen Sie vor. Kann ich auf den Arsch gucken? Deine Schwester. Mein Gott. Was für ein Arsch. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Okay. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt Ah hinter ja. den Gebäuden. Ah ja. Interessant. Geht vor, ich folge. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Bei alten Gruften stecken voller Fallen, aha, Trott, aha. weiß ich noch alles. Nein. Ja. Nein.
Okay. Distel. Nee, nee, kannst ruhig. Geh ruhig. Ist okay. Ist alles in Ordnung. Okay. Geh weiter. Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lukan fand die Klaue etwa, nachdem er den Laden hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Ja, das glaube ich auch, aber ich meine, was ist... jetzt mal ganz... Lachs. Laxoberal Apfeltropfen. Ich meine, was? Jetzt mal ganz im Ernst. So relativiert betrachtet. Was zum Henker ist mehr wert? Dies ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Mhm. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ölsturzhügelgrab. Oh ja. Sehr gut. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. Oh, dann geht mal fort. Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Das ist kein Problem, meine Süße. Wir werden uns nun mal wiedersehen. Zwinker, zwinker. Nun, es führt eine kurvige Straße den Berg hinauf. So kurvig wie du? Ihr wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn ihr den alten Wachturm... Wachturm, okay. Sobald ihr den Turm erreicht, geht nach Norden. Dann findet ihr das Ödsturz-Hügelgrab noch ein Stückchen weiter oben hinter der Kurve. Hinter der Kurve, okay. Moment, dann gucke ich noch mal kurz deine Kurve an. Lukan und ich warten im Laden auf euch. Sehr schöne Kurve, sehr schöne Kurve. Und dieser grazile Gang, ah, sehr schön. Was ich sagen wollte, bevor ich wieder hormongesteuerte Gedanken hatte, so eine goldene, massiv goldene Blume, goldene Klaue, es wird bestimmt einiges an Wert haben. Ich meine, es ist massiv, es ist Gold, Gold hat... Also, ich weiß nicht. So relativiert betrachtet, heutzutage... ein Sparren Gold, ich weiß nicht, so ein Kilo Gold, ich weiß nicht, wie viel das wiegt. Ich glaube, ein halbes Kilo oder so würde das schon wiegen, aber so ein Kilo Gold... Relativiert betrachtet müsste das eigentlich schon so um die 1.300 bis 1.500 Dollar wert sein. Ich weiß gerade nicht, wie der Goldstand ist, aber er schwankt ja bekanntlich so zwischen 1,1K und 1,5K, irgend sowas in der Dreh. Also, ich meine... Ich weiß jetzt nicht, wie man die Währung umrechnen würde, aber so ein massiv goldene Klaue. Wolf. Kann ich damit abwehren? Cool. Wird höchstwahrscheinlich bedeutend viel wert sein als sonst irgendetwas anderes, was der Typ auch nur im geringsten bei sich träumen kann, was er anzubieten hätte. Ich verstehe. Na ja, gut. Ich will dann jetzt nicht weiter drum reden. Wenn er meint, dass er wertvollere Dinge hat als eine massiv goldene Klaue aus Gold, die massiv ist und schwer und so, alles ist mir gut. Was will ich? Ich sag dazu einfach mal nichts. Ich meine, Männer, okay, ansonsten, nee. Ne? Kann man so sagen, muss man nicht, ist mir auch wurscht. Da ist der Leuchtturm, genau. Da ist der Wachturm, da oben ist ein Vogel. Ein Falke, glaube ich. Und da hinten steht ein Type. Wir sollen am Turm rechts, aber der Typ... wir sollen hier rechts, glaube ich, ne? Aber der Typ lädt mich ein. Zauberer. Also. Kennen wahrscheinlich diese geheime Magie. Holz zu Gold, oh ja. Geil. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlassen aus. Hab ich. Du willst nur leben, das ist alles, komm gib's zu. Hier du auch. Einmal in den Rücken rein. So, jedes Rückenleiden ist komplett gelindert dadurch. Hast du noch irgendwas? Dietrich nehme ich mit, das Gold.
Ja, die Eisenaxt. Eigentlich könnte ich noch ein paar... Ja gut, da oben ist ein Grab, das ich eigentlich jetzt durchsuchen werde. Da könnten noch einige spannende Dinge sein. Hier noch eine Geldbeutel. Bis hierher und nicht weiter. Wer spricht? Wer da? Bis hierher. Ja, ja. Wer da? Ach, da oben. Ja, ja, mach nur. Wer lebend, kommt ihr hier nicht raus. Nee, nee. Nee, nee, komm her. Und eine aus Maul gezimmert. Bäm. Hinten rein in den Schädel. Stufe 4? Tatsache. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, da hinten liegt nichts. Normalerweise liegt da immer ein paar Dinge. Felsarmschiene interessiert mich nicht. Steigen wir mal noch eine Stufe auf. Hm, Gesundheit. Weiß ich nicht. Ja, komm doch. Gesundheit verbessern mit 2 Hand. Kann ich das weiter verbessern? Tatsächlich, ja. Dann machen wir noch mal mehr. Jetzt haben wir 40% Schadenverbesserung. So. Und da kommen wir her. Hier runter geht's. Oh, da ist noch ein... Ah, da komme ich da einfach hin? Also, ich komme einfach hin, aber weg komme ich, glaube ich, nicht. Ah, schwierig, schwierig. Nee, dann mal später. Merken... Am Wachturm bei Flusswald. Da ist noch ein bisschen Erz, das wir abbauen können. Okay. Ja, dann bewegen wir uns einfach mal auf zum Ödsturz-Hügelgrab. Wer auch immer sich diesen Namen ausdenkt, er ist ein fucking Genie. Schneebäre. Alchemie-Zutaten sammeln wir natürlich wie immer weiter. Hier ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ja. Mal gucken, was mir hier erwartet. Sieht relativ schmucklos aus. Ja gut, schmucklos ist übertrieben, es sieht schon relativ episch aus. Und oben sind schon ein paar einzelne rote Punkte, die erscheinen, ja. Hier, da. Du da. Frau Bandit. Ja, die Frauen sehen irgendwie nicht so geil aus, muss ich sagen. Ich muss da noch ein bisschen modden, damit das alles ein bisschen... Ja, besser aussieht. Das kriege ich schon alles hin, aber ich meine, muss man jetzt erstmal mit leben. Jawohl, zweimal mit dem Schädel drauf, schon ist er tot, so muss das sein. Orkisch Blut fließt in unseren Körper. Urkanosch macht alle tot. Genau. Urkanosch. Urkanosch. Ja, warst du schon? Okay. Gucken wir uns noch ein bisschen um, bevor wir reingehen. So, wenn wir mal reingehen, gehen wir rein. Hier geht's steil runter. Ein Pfeil, ja, ist mir egal. Ist mir egal. Ne, hier gibt's anscheinend nichts weiter Aufregendes. Na gut, dann gehen wir einfach rein. Schön ins Ödsturz-Hügelgrab. Und gucken mal, was uns da drin erwartet. Der Klick. Blackfords Tempel. Ödsturz-Hügelgrab. Sehr geil.